Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snowrunner mit dem Lucky. Moin! So, wir kämpfen uns hier weiter durchs Dickicht. Wie viel Traktor haben wir heute eigentlich umgesetzt? Wir müssen anfangen. Wir müssen ja jetzt schon, wir sind ja jetzt schon in der dritten Woche. Wir müssen heute. Nee, warte, jetzt könnte ich eigentlich sagen, wie war euer Start in die Woche? Ist ja richtig. Wie war euer Start in der Woche? Wir haben ja heute Montag. In zwei Wochen. Ich fahr mal an dir vorbei, gell? Diese Woche? Wind dich bitte an den Baum fest, nicht an mir, okay? Danke. Ja, hey, wo will ich denn hin? Hoppala. Das lass du komplett in die Wallachei und sagst dann so, wo will ich denn hin? Ja, hier kommt der aber richtig schlecht rüber. Ich hätte APC niemals kaufen sollen. Das war so eine schlechte Idee, ne? Aber ja. Diese Snowrunner-Folge, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, aber wenn es Anhänger fasst sich so auf, dann hänge ich noch ab. Das ist aber schwierig, nicht mehr guten Anhänger hier stehen, aber ein bisschen komplett verrückt. Da habe ich 3.000 Euro oder so für den gezahlt. Ja, vielleicht hältst du mir hinten drauf, damit ich weiterkomme. Achso, war nicht. Ja, wäre ja nett. Also die erste Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, kommt am 28. Kommt hin, ja. Also kommt am 28., dann kommt die nächste. Und die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, kommt 2 Wochen danach. Gibst du überhaupt Gas? Jetzt gib doch mal Gas, ey. Nicht lang, Nacken, Kopf in Nacken. Ist scheißegal, wann die Folge kommt. Wir müssen hier reinklotzen. Was denn, kommt am 25. Sag, Automatik rein und stuf. Ah, diese Folge kommt 2 Tage, bevor ich wieder zur Schule muss. Also kann ich mal sagen, wie war euer Start in der Woche? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Unser Start in die Woche wird wahrscheinlich super gewesen sein. Oder dafür zu sagen, oder? Ja, bestimmt super. Ich rede jetzt nicht in der Zukunft. Ich will hier vorankommen, du. Schieb mal ein bisschen. Du musst doch aber schön mal die Leute zum Montag begrüßen. Ja, zum Montag. Das sieht so geil hier aus, ne? Der Montag ist der 5. Tag in der Woche. Ja, das sieht super geil aus. Bringt uns aber auch nicht, wenn wir nicht vorankommen. Bringt mir das schön aus. Ja, aber guck doch mal nach hinten. Guck mal, wie geil das aussieht. Das kann der DLS niemals kriegen. Mit dem künstlichen Plastikwasser. Hey, gib mal Gas vielleicht. Ich drehe hier vorne gerade so schön ein Däumchen. Ich glaube, ich würde es nicht kaputt machen. Ich drehe hier gerade. Warum drehst du Däumchen? Ich glaube, das ist nicht der gute Zeitpunkt dafür. Recht, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte sehr damit gerechnet, dass das jetzt voll gut angebracht ist. Aber also jetzt geht's wieder in den Matsch rein, weißt du? Alter. Boah, Scheiße. Aber hey, ging ja schon teilweise gut. Bis jetzt. Ich fahre gerade komplett quer, aber. Fährst du quer, siehst du mehr? Oh, jetzt geht's ja wieder ab hier. Ich frage mich selber noch, warum ich mit dem LKW vorfahre und besser vorankomme als du. Und du mich jetzt einfach vollgas in den Matsch geschoben hast. Ich bin noch außerhalb geschoben. Na Anhänger, alles fit da hinten. Wenn du einen richtigen Unfall baust, ich der hinten reinrutsche, meinst du, das sind nur Explosionen, die man zu bieten.
Leuchtet das hier lichterloh und man sieht da ein bisschen schwarz. Uiuiui, bin ich heute lustig. Total. Ich glaube, mit Felsrun sieht man es auch. Mhm. Ich habe noch ein Mavenport. Wie wäre es, wenn du einfach mal zufährst und nicht so einen Scheiß deklarierst? Ich glaube, eine Option, ne? Nein, ich komme da nicht durch. Was musst du machen? Du musst voll rein von der Stadtmitte. Stimmt. Ich kann jetzt alleine hier durch den Urwald hier. Umwald. Fahre du mal nicht in der Umwald. Manche Dinge. Du sagst, ich soll fahren. Was, wenigstens kommt, darf man aus meinem Mund rauskommt, kommt nicht was auch immer du laberst. Ich war ganz ehrlich, das war Butter bei die Fische. Ja, jetzt wäre Butter bei die Fische. Er hängt sich an mir dran, während ich mich festhalte. Weißt du, so einer ist das. Ja, genau so einer bin ich. Nee, so einer bin ich nicht. Nein, deswegen hängst du ja nicht an mir dran. Nee, nee. Du kennst doch Prison Break, oder? Nee, kenn ich nicht. So, kannst du halt auf die Karte schauen, ob wir rechts oder links müssen? Rechts. Gut. Guck mal da rein. Wenn wir dahin müssen, wo das blaue Ding ist? Ja, müssen wir. Okay, dann müssen wir rechts. Oder doch etwa links. Nein, komm, fahr. Och, bleib doch nicht hier mitten im Schlamm stecken. Du schon wieder so, als wärst du stecken im Leben. Muss er ganz ehrlich sagen, egal wie viel Scheiß hier passiert, es macht trotzdem nach wie vor einfach Spaß. Ja. Es macht auch total so Spaß, wenn du mich schon wieder von der Straße abdrängst. Aber du musst ja ganz ehrlich sagen, würde ich nicht ständig umkippen oder sowas, wäre das doch nicht so geil. Mhm. Was machst du denn da schon wieder? Ja, ich muss vielleicht aus dem Schlamm rausfahren. Schau mal, was davon gehört, dass man nicht nebeneinander fährt auf dem Feldweg. Wohl eher nicht. Ich muss jetzt mal abdrängen, guck mal, wo ich bin. Ja. Mhm. Woran wird das so liegen? Wenn nicht daran, weil ich auf dem Weg gefahren bin. Kannst du dich nicht an mir holen? Du ziehst dich jetzt ernsthaft nicht an mir. Alter, ich lass dich an den Bomb. Lass dich an den. Ach komm, Chichi, komm. Oh mein, ich hab einen Tannenbaum gefällt. ich hab schon zwei gefällt. Drei. Ich nehme einfach dich, geht besser. Wow. Oder doch nicht. Soll ich dir vielleicht helfen? Ja, fahr vielleicht an mir vorbei. Wäre eine Option. Da. Ich hab ihn ja gerade angeguckt. Ich will dir nichts sagen, aber ich kenne im Vergleich zu dir anscheinend mit dem Berg hier. Gerade ernsthaft unseren Punkt jetzt? Ich will dir nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, wir sind da. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Oh nee, ich habe einen Anhänger gefunden, das ist ganz schlecht. Tiefladeanhänger. Ja. Ich hab zu einer Anhängerkupplung, ich brauch's gar nicht erst anfangen. Puh. Schauen wir mal, ob es hier irgendwas in der Nähe gibt, was man machen könnte. Ja, wenn du willst, wir können die Straße einfach ein bisschen weiterfahren. Das heißt die Straße mehr. Ja, da wollen wir gerade drauf fahren. Fahr los! Komm, gib Gummi!
Ich muss ja sagen, heute war wieder ein produktiver Tag. Ja. Aber nicht hier geradeaus, oder? Also hier unten dran. Jetzt hänge ich mich am Tiefleiter fest, weißt du? Nur ich dachte, du hast eine andere Gruppe, wir hängen dann an der Ding hinten dran, da kommen wir nämlich gar nicht mehr vor. Hahaha. Sollte ich gerade so mit einem flexiblen Tiefleiter aus dem Matsch zu fest. Das ist so einer, finde ich. Nee, komm. Oh, der nächste Baum liegt. Komm, und der nächste Baum. Boah, was ist denn das hier für Matschwege? Noel, den Pickup, den wäschst du aber diesmal du, okay? Ja, kein Thema. Dann wirst du den LKW fahren. Ich tue noch so einen, wie wär's denn, wenn der Jutan oder so den sauber macht. Ja, genau. Nee, es passt so, wir sind schön zu zweit. Wir haben Spaß hier, schöne Matsch. Ja, gut, ja, du hast keinen Spaß, du findest lange keinen Spaß, ich bin ja nur am Ausrasten, sich der Kollege. Ja, schau, weißt du, du sagst zu mir, ich fahre mal vor, aber selber bist du jetzt der am weitesten weg bist. Ist jetzt nicht dein Ernst, ich warte die ganze Zeit auf dich. Mhm, schau, wo du bist und schau, wo ich bin. Soll ich hier mitten in dem Matsch noch stehen bleiben? Dann zieh ich mich aber gleich bitte raus. Nee, du sollst nicht im Matsch stehen bleiben, du sollst so herkommen, dass ich mich an dir hochziehen kann. Bin ich jetzt. Ich hänge im Matsch. Weil das liegt nicht an mir. Wie nicht an dir? Du sollst nicht so stehen bleiben. Ich hab gesagt, du sollst. Ja. Ich hab gesagt, du sollst warten. Warten ist nicht, bleib stehen und versink im Schlamm. Gut, den Top 50 in Deutschland gehört der. Bei Twitch. Ich will nicht sagen, aber, weißt du, auf der einen Seite ist nix. Und du musst natürlich mitten durch den Matsch fahren, weißt du? Wo du das sagst. Ich hab die Tatsachen, wie mit so einem Jahren, die ganze Zeit. Ich hab den Alpha aus, was ich angemacht habe. Ja, der hat normalerweise. Passt schon. Hat schon bei der Vorderradantriebung, ja, aber nichts los. Und dann wollte ich driften damit. Hier ist überall fallen, du musst wieder mitten durch die Mitte. Da unten lang müssen wir, da geht das bestimmt gleich richtig ab hier. Ja. Achso, weil der so still passt, der hat den bestimmt weg. Ja, weil ich am Lenken bin und der Truck trotzdem geradeaus fährt. Und ich dabei, während ich lenke, einen halben Baum werfe. Ein halben ist gut, aber ein ganzer. Ja, vielleicht. Ja, wie kann ein Baum hier einfach in die Erde versinken? Intelligent bist du schon wieder. Ja, hier, jetzt geht's ja aber ab. Also, du hast doch sicher einen Tankfass, dann kannst du mich doch eben kurz mal auftanken, oder? Nicht, du bist leer gelaufen. Was ist? Sei nicht, du bist leer gelaufen. Nee, aber fast leer. Ich auch. Okay. Wie kann ich mich denn selbst auftanken? Warte. Nachtanken. Ich will nicht nachtanken, ich möchte V nachtanken von Scout Tank und wieder Tank ist 20 Liter, dann kommt nochmal 20 Liter, nochmal 20 Liter. Dann 11 Liter. So, dazu. Warte. Drüben ist voller keine Parkplatz, fahr zu jetzt. Was heißt, dass ich gerade aus deinem Tank geklemmt hat? Nee, hast du nicht. Keine Ahnung, okay, den bin ich. Sorry, jetzt geht 69 Liter ab.
So, bleib mal links bei dir stehen da. Ja? Ja. Ich mach selten so einen schönen Platz. Ich weiß nicht, warum ich da stehen bleiben will. Oh, hier könnten wir uns auf unser Haus bauen. Nur wir beide. Ich habe ein Haus gefunden, steht auf der anderen Straßenseite. Nur wir beide, auf der anderen Straßenseite steht ein Haus. Ah ja, es stehen sogar drei Häuser. Ah ja. Wir haben noch nicht eine Bruchbude, ich will eine Luxusvilla. Ah, okay. Aber. Und mit Porsche. In diesem Sinne sagen wir, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Servus. Ciao.